und willkommen zu einer neuen Kochshow oder Kochsendung. Wie gesagt, könnt ihr euch selber raussuchen, wie ihr das Ganze nennen wollt. Wir haben ja immer noch so ein bisschen die Mischung zwischen Hochsommerbeginn und am nächsten Tag ist Winter. Bei uns hier ist es noch relativ kalt. Das heißt, wir sind immer noch in der Winterküche und die kann ruhig deftig sein. Und deswegen gehen wir heute mal wieder in den alpenländischen Bereich. Wir hatten ja schon mal Kaspressknödel, die sehr gut angekommen sind. Und es freut mich sehr, dass da großes Lob gekommen ist. Und ich hoffe, dass es heute auch wieder der Fall ist. Denn heute machen wir etwas, was eigentlich fast jeder gerne isst. Nämlich echte Allgäuer Kässpätzle. Die sagen natürlich dazu Kässpätzle. Aber wir im Odenwald können da ruhig Kässpätzle dazu sagen. Und wir machen alles selber, auch natürlich die Spätzle. Die werden natürlich nicht aus der Tüte geholt, sondern die machen wir natürlich heute frisch vom Fröhlich Frei selber. Und ja, da zeige ich euch jetzt, wie immer, subito, wie der Lateiner sagt, gleich die Zutaten. Wir haben als Hauptzutat 250 Gramm Mehl, da könnt ihr Vollkornmehl nehmen, da könnt ihr normales Mehl nehmen. Spätzlemehl gibt es ja auch, das ist dann besonders fein. Ich habe jetzt hier einfach ein bisschen Dinkelmehl genommen. Dann braucht ihr natürlich, wie der Name sagt, einen Bergkäse. Und ich kann euch nur raten, nehmt guten Käse, also nicht den schon fertig geriebenen Pizza- oder Gratin-Käse oder was weiß ich. Das ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes Käse. Und da habt ihr im Prinzip keinen Spaß daran. Ja, nehmt guten Käse. Es ist wie, wenn man ein gutes Stück Fleisch hat. Lieber an die frische Theke gehen. Es gibt mittlerweile Supermärkte, die eine große Auswahl haben an Bergkäsen, die entweder mild sind oder würzig. Ich würde eher den würzigeren nehmen und lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann auch wirklich ein bisschen Freude am Essen haben. Dann brauchen wir 4 Eier. Wir brauchen wie immer eine Zwiebel, was auch sonst. Wenn ihr mögt, könnt ihr ein bisschen Knoblauch dazu tun. Normalerweise die Leute in den alpenländischen Gebieten machen das. Dann braucht ihr natürlich Salz und ihr braucht etwa 50 Milliliter Wasser. Wir sagen im Odenwald Selserwasser, also Mineralwasser. Ne? Das sorgt dafür, dass der Teig richtig schön aufgeht. Und dann braucht ihr noch ein bisschen geriebene Muskatnuss für letzten Endes das Topping, sage ich mal, braucht ihr noch 50 bis 60 Milliliter. Ich habe jetzt da 100 Milliliter Gemüsebrühe. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Und da können wir jetzt loslegen mit der Zubereitung unseres Spätzleteiges. Diesmal beginnen wir mit dem Teig. Das heißt, ihr habt hier jetzt euer Mehl abgewogen und dazu kommen jetzt erstmal die Eier. Dazu kommen 2 Teelöffel Salz, geriebene Muskatnuss und last but not least unser Mineralwasser. Und dann heißt es schlagen, schlagen, schlagen. Also ihr könnt das mit einem Kochlöffel machen oder wie ich jetzt mit einem Schneebesen. Wichtig ist, ordentlich durchschlagen, dass es so eine zähflüssige Masse ergibt, so wie wir die hier haben. Die ist schon richtig, richtig gut. Unser Teig, der darf jetzt schon ein bisschen gehen. Aber was ihr machen könnt, schon zeige ich euch gleich. Und zwar einen Topf mit reichlich Salzwasser, ich würde sagen 2 Esslöffel Salz rein, schon zum Kochen bringen. Währenddessen können wir, wie immer, wie bei fast allen Gerichten, eine Zwiebel in kleine Würfelchen schneiden. Ja, ich habe jetzt gleich 2 Zwiebeln geschnitten, weil sie erstens ein bisschen klein waren und zweitens wir noch einen Salat dazu machen, würde ich euch auch raten. Ihr könnt einen Kopfsalat dazu machen oder in meinem Fall einen Feldsalat. Dann nehmt ihr einfach ein bisschen von den Zwiebeln und gebt die schon mal hier rein. Die größeren, die können wir
für unsere Spätzle nehmen, in eine Glasschüssel oder in eine Schüssel, wo ihr dann euren Salat auch dann sozusagen fertigstellt. Mit dem Knoblauch gehen wir folgendermaßen um. Ihr habt hier so eine Schale, da schneidet ihr hier oben und unten einfach diese Ecken ab und dann eben die Schale entfernen. Und dann den Knoblauch in ganz, ganz feine Minischeibchen schneiden. Die wirklich sehr dünn sind. Und dann die Scheiben selber. Könnt ihr übereinander legen. Und dann in Streifen schneiden. Und nochmal quer in ganz, ganz, ganz kleine Würfelchen. Gucken, dass keiner auf Knoblauch rumbeißt. Bin gefragt worden, ob man Knoblauch auch pressen kann durch die Presse. Ich sag mal, verboten. Ins Gefängnis kommst du deswegen nicht. Aber Köche sagen, oder Köchinnen auch natürlich, sagen, lieber schneiden und nicht den Knoblauch da rumpressen. So, und der Knoblauch, der kann natürlich ruhig zu den Zwiebeln, die werden dann gleichzeitig versorgt sozusagen. Ja, und dann geht es schon an unsere Spätzle. Ihr seht, unser Wasser kocht und jetzt ist es euch überlassen. Ihr könnt so eine Presse nehmen. Ihr könnt eure Spätzle auch schabeln. Auch kein Problem. Besonders die Schwaben, die sagen, nee, das muss geschabt werden. Ich habe da so einen Teil. Machen wir das Leben ein bisschen einfacher. Und gebt jetzt einfach ein bisschen Teig. Wie gesagt, ihr könnt das genauso gut machen mit einem Spätzleschaber. Oder mit einer Spätzlepresse. Ich gebe da einfach jetzt ein bisschen Teig da rein. Und mache solche Knöpfle. Wie gesagt, da scheiden sich letzten Endes die Geister. Was da am schwäbischsten ist oder am allgäuigsten oder was auch immer. Ja, und guck mal, wie uns toll unsere Spätzle geworden sind. Und die können wir jetzt schon abgießen. Nehmt ihr am besten so ein Sieb und abgießen. So, guck mal, was tolle Spätzle. Ja, und wir nehmen jetzt eine Pfanne her. Ein bisschen Butterschmalz rein. Erstmal auf höchster Stufe natürlich, wie immer. Das Butterschmalz schmelzen lassen und wenn es dann geschmolzen ist, etwa zwei Drittel gehen mit der Temperatur, also ein Drittel zurück. Und dann werden unsere Zwiebeln schön glasig angedünstet mit unserem Knoblauch zusammen. So, rein damit. Und schön glasig andünsten lassen. Jetzt kommen unsere Spätzle gleich dazu. Und die lassen wir jetzt ein bisschen anbraten, dass wir auch so ein bisschen schön Farbe bekommen. Ja, damit sie euch nicht anbrennen, löscht ihr jetzt mit der Gemüsebrühe einfach ab. Und da könnt ihr mit der Temperatur jetzt ein bisschen spielen, variieren. Und ihr merkt, aha, die sind vielleicht jetzt in der Gefahr, dass sie anbrennen, einfach mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. Und jetzt natürlich euren Käse dazu. Ah, der zieht so schön Fäden. Das ist so ein Qualitätsmerkmal von Käse, dass er schon jetzt schon Fäden zieht und dass er eben nicht, ich sag mal so ganz schlimm, das Aufgekehrte von der Küche ist, ja. Sondern einfach eine richtig qualitätvoller Käse. Guckt euch das an. Und dann, wie gesagt, ein bisschen zurück mit der Temperatur, dass euch das nicht anbrennt. Und dann gucken, dass
auch alle Spätzle so ein bisschen Käse abbekommen haben. Wow, lecker, oder? Dann, damit es schön warm bleibt, Deckel drauf. So, ich habe schon mal probiert, Leute, super lecker. Und jetzt fehlt noch eine Zutat, und zwar Petersilie. Die schneiden wir jetzt auch noch klein und geben die Brauchdame noch so eine richtig grüne Farbe dabei. Also, unsere Petersilie kommt auch noch drauf. Und dann noch einmal schön umrühren. Wow, guckt euch das an. Ja, mit diesem wunderbaren Bild lasse ich euch jetzt sozusagen alleine. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken und macht euch noch mehr Spaß, das Ganze zu kochen. Es ist wirklich einfach und ihr habt selbstgemachte Spätzle, ihr habt selbstgemachte Kässpätzle. Das Rezept gibt es wie immer unter www.cookforlife.de. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis das nächste Mal. Ciao.